Salve, des Predatoris. Willkommen zu einem neuen Video hier frisch aus dem Garten. Ja, heute soll wieder gegrillt werden. Und zwar, eigentlich wollte ich heute mit euch auch einen Rekord machen, aber ich hatte hier noch diese Schwenksteaks im Kühlschrank liegen und dadurch, dass die morgen, glaube ich, ablaufen, ne, heute laufen sie ab. Ja, müssen die halt erst weg, sind von Aldi. Schwenksteaks gewürzt, aus dem Schweinenacken gewürzt für Grill oder Pfanne. Ja, Kilopreis 6,99 €. Ja, ich denke mal nichts Besonderes, aber essen wird man so können. Und damit euch nicht langweilig wird und ich mal was anderes mache, werde ich diese hier Schinken-Mettwurst, die es auch zum halben Preis bei Aldi gab neulich, auch mal grillen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich wollte erst noch Brot machen, bloß ja, komme ich sowieso nicht zu. Ist leider ein nicht essbarer Darm drum, darum muss ich die aus dem Darm holen. Ja, ich schmeiß die einfach mal mit auf den Grill und gucken, was passiert. Essen wird man so nicht wie können. Schweinefleisch mit Salz, ich kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten. Ja. Schinken-Mettwurst. Achso, ja, dann verstehe ich. Ja, egal. Ich werde das mal probieren. Und ich werde euch noch einen Salat machen. Und damit werden wir jetzt auch loslegen. Salat. Ich habe hier Eisbergsalat, den muss ich gleich schneiden und also vorher aus der Folie holen. Des Weiteren kommt dann noch rein Zwiebel, Oliven, eine Gewürzmischung aus Muskatnuss, Kräuter de Provence, Pfeffer, Paprika, Salatgurkengewürz, also ihr könnt euch auch normales Salz nehmen und Chili. Und als Marinade dient einfach Olivenöl. So, Salat habe ich fertig gemacht, der zieht jetzt drinne und ich mache jetzt Feuer. Ich hatte doch ein bisschen wenig Grillkohle als Zünder, darum mache ich das jetzt so wie sonst mit dem Heißluftföhn. So, ich kann jetzt schon mal während das Feuer hier runter brennt meine Wurst auspacken, also die jetzt hier im Bild. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das grillen kann, ich probiere das einfach mal. Muss natürlich vorsichtig schneiden. Hier mal aufschneiden, weil eigentlich ist die jetzt zum Streichen da. Ich kann mir vorstellen, dass das Probleme geben könnte. Hey. Super. Wie immer habe ich kein passendes Holzstück parat. Darum ist die Hitze ein wenig ungleichmäßig verteilt. Also das kriege ich auch schon irgendwie kompensiert. Das Fleisch ist natürlich schön dick, das verbrennt natürlich auch dann nicht so schnell. Lasse das jetzt hier auf der Stelle heiß werden, dann tausche ich die beiden Steaks. Weil ich muss ein Steak, das muss einfach meiner Meinung nach scharf angebraten werden oder angegrillt werden. So, die Steaks habe ich jetzt auf den Warmhaltebereich vom Grill gepackt.
Die Wurst habe ich jetzt näher ans Feuer gelegt. Die soll natürlich auch einfach nur wegplatzen oder schwarz werden. Darum liegt jetzt nicht komplett im Feuer. Ich denke mal, so 10 Minuten wird die Wurst noch drauf bleiben, 5 Minuten die Steaks, dann werde ich es probieren. So, die Steaks werden nochmal so richtig schön warm gemacht. Die Wurst ist natürlich schön fettig, aber die wird auch schön schnell braun. Die darf natürlich nicht in der heißen Flamme liegen. Sieht gut aus, finde ich. Schmeckt wirklich gut. Nee, kann ich wirklich sehr empfehlen. Schmeckt super gut. Muss noch ein bisschen mehr gar werden, muss ich sagen. Aber kann man wirklich so gut essen. Ich mache das nochmal, dachte ich mir. Das nochmal drauf getan auf dem Ofen. Das war gerade so wirklich so beim Kauen doch nicht mehr so wirklich schön. War doch ein bisschen sehr roh. Nun ist besser. Schmeckt aber trotzdem sehr gut. Das Fleisch hat aber keinen Geschmack großartig. Das ist auch nur günstiges Schweinefleisch, aber man kann es wirklich gut essen. Man schmeckt die Röstaromen raus. Es ist saftig. Und ich hole mir jetzt gleich meine Wurst vom Grill. So, das ist die Wurst. Bis ich sie vom Grill runtergeholt habe, ist sie tatsächlich noch in einem Stück geblieben. Nur damit das halt auf dem Bild schön scheiße aussieht, ist sie natürlich auch auseinandergefallen. Ja, ziemlich salzig. Man schmeckt die Wurst aber auch gut raus, also so wie sie vorher wohl geschmeckt hat. Für alle, die es nicht wissen, ich mag keine Wurst. Esse nicht gerne kalt. Ich esse auch kein Käse, kein Frischkäse, keine Wurst, keine Schokolade, keine Süßigkeit oder sonst so Scheiß. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das gerne essen würden. Aber mein Geschmack ist es jetzt nicht so wirklich. Ich esse das aber trotzdem auch, weil es bezahlt ist. Wegschmeißen tue ich Lebensmittel nicht. Ich hole mir erstmal ein Bier zu trinken und dann probieren wir dann auch schön den Salat zusammen. Da ist ja der Salat. Sieht halt aus wie Eisbergsalat, ne? Ist gut zusammengefallen, muss ich sagen. Soße ist nach unten gerutscht, geflutscht, geflossen. Auch gut. Der Eisbergsalat ist natürlich ziemlich bitter. Passt natürlich ganz gut zu Rindfleisch. Habe ich natürlich jetzt nicht hier, aber egal. Ich mache da sonst immer noch Kuchenmilch, weil der Feta mit rein, das schmeckt auch immer gut. So. Ich esse das immer auf und dann sehen wir uns zur Verabschiedung wieder. Ja, ich hatte jetzt fast ganz vergessen, das Outro zu drehen. Ich war schon dabei, meine Feierabendpfeife zu rauchen. Egal. Jo, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Gerne Like, Abo dalassen bei Instagram und Twitter folgen. @romansgarage.de. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und derzeit sagen wir tschüss und schönen Tag noch.